Hi, heute möchte ich über das Mama-Sein sprechen. Ich bin jetzt seit 17 Monaten Mama und ich denke, ich kann da schon so ein kleines Resümee ziehen, wie es so ist als Mama, ne? Hab so ein, zwei Punkte mir aufgeschrieben, über die ich so sprechen möchte und wen es interessiert, ne? Der bleibt dran. Ich glaube, der erste Satz sollte lauten, dass das Mama-Sein wirklich komplett alles verändert. Also wirklich alles. Darauf kann man sich auch nicht wirklich gefasst machen. Also es ist so, dass man ja in der Schwangerschaft von vielen immer hört, so und so wird das sein und darauf kannst du dich gefasst machen und oh, wenn das und das passiert, dann ist es schön. Aber es ist einfach im Grunde so, dass es dann trotzdem alles anders ist. Es ist alles anders, als man sich das vorgestellt hat und als man sich das geplant hat und ja, es ist anders schön und es ist, also ich kann nur von mir sprechen, es ist aber auch anders anstrengend gewesen oder viele Sachen, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe, sind viel schwieriger oder andere eben viel leichter. Ne? Auf jeden Fall ist es alles anders. Ich habe mir jetzt allererstes aufgeschrieben, die Verantwortung. Und das ist auch was, was ich persönlich schon, womit ich eigentlich immer mich schwer tue oder Angst davor habe. Es ist auch im Job schon immer so gewesen, dass ich eher so einen Posten haben wollte, wo ich so geleitet werde, wo ich keine Verantwortung tragen muss. Also so, wo mir Aufgaben gegeben werden, die habe ich dann eben so abzuarbeiten. Und als Mami ist es aber so, dass du für alles die komplette Verantwortung hast. Für dein Kind, für die Ernährung, für die Entwicklung, für die Gesundheit, für. Du musst ja alles für sie entscheiden und heute immer noch. Es ist jetzt 17 Monate, es ist jetzt ein bisschen einfacher, würde ich sagen. Sie entscheidet jetzt zum Beispiel schon, was sie essen möchte, ja, oder wann sie schlafen möchte, oder wenn es draußen ist, wohin sie möchte spielen oder so. Das ist ja, als Baby entscheidest du ja alles. Wo legst du sie hin? Wie ziehst du sie an? Warm, kalt? Was gibst du ihr zu essen? Die können ja noch nicht wirklich äußern, was ihnen schmeckt oder nicht. Ich habe ja nun gestillt, da war das relativ einfach. Und das hat sie auch immer gefallen. Ja, was ist halt die Verantwortung ist richtig, richtig, richtig groß. Klar war ich darauf gefasst, dass das so sein wird, aber ich finde, dass man da trotzdem erst einmal reinwachsen muss in so viel Verantwortung. Also für mich war das ein Riesendruck. Jetzt geht es schon besser, aber irgendwo ist es auch eine ehrenvolle Verantwortung. Ja, wisst ihr, wie ich meine? Also so, ja, man hat auch viel. Oft im Leben die Verantwortung für irgendwas, wo man denkt, oh Mann, und will ich eigentlich nicht, aber so habe ich die Verantwortung für mein Mädchen, also für mein Kind. Ich muss natürlich auch die Konsequenzen tragen, das ist auch so wieder ein Stückchen, was ganz schön schwierig ist. Dann habe ich mir aufgeschrieben, der Stolz, oh mein Gott, jede Mama weiß, wovon ich rede. Ich war in meinem Leben noch nie so stolz auf irgendwas, also auf jemanden oder auf Situation oder auf mich auch, ja, ein Stück weit, weil das ja schon ein ganz schön harter Job ist. Das ist wirklich ein 24-Stunden-Job, ja. Und da kann man schon mal stolz sein, wenn man den 17 Monate für mich souverän durchzieht. Und man ist von immer auf Sachen stolz, die man früher einfach so gar nicht auf dem Schirm hatte. Also, ich war stolz beim ersten Lächeln. Ich war stolz, als sie die erste Banane gegessen hat. Es wurde alles fotografiert und gefilmt. Und ich war stolz, als sie gekrabbelt ist und als sie gelaufen ist. Das war das Erste. Ich war so perplex. Ich musste erstmal das Handy nehmen, weil ich dachte, das musst du festhalten. Dieser Moment, der einfach so schnell vorbei war und von immer läuft, den musst du irgendwie festhalten, dass du dich immer und immer wieder daran erinnern kannst. Ich bin stolz, wenn sie Sachen in den Müll bringt jetzt, ja. Hat man früher nie drüber nachgedacht. Ich bin stolz, wenn sie Pipi ins Tapien macht. Ich bin stolz wie Bolle, wenn ich mit ihr an der Hand die Straße lang laufe. Ich bin im Grunde schon stolz, wenn sie früh aufwacht und sitzt im Bettchen und mir Guten Morgen sagt. Da bin ich schon stolz. Da denke ich mir, jetzt wird er einen Tag geschafft. Mit meinem Mädchen, ja. Stolz. Stolz ist als Mutti einfach so, weiß ich nicht, so jeden Tag gegenwärtig. Stolz. Dann die Sorgen. Ja, es ist ein eher doofes Thema, aber ich kann sagen, dass man gezwungenermaßen
einfach, oder ich bin eben so, ich weiß es ja nicht, wie es anderen geht, ich kann nur von mir reden, dass ich in meinem Leben noch nie so viele Sorgen mir machen musste. Ich habe mir mal meinen Freund Sorgen gemacht, als er die OP hatte, und auch mal um meine Mama oder um meinen Bruder, oder als meiner Katze schlecht ging, habe ich mir auch mal Sorgen gemacht. Aber dass du dir jetzt um Menschen und dein eigenes Kind so eine Sorgen machen musst, das ist mir neu, und damit habe ich auch krasse Probleme. Es gibt keinen Tag, wo ich nicht abends da sitze und denke, ach, vorhin hat sie wieder so genossen, nicht, dass er wieder krank wird, und dann kriegt sie wieder so Fieber, und das ist doof. Oder wenn sie gestürzt ist, die Beule, die ist schon ganz schön groß, die Beule. Ob man lieber zum Arzt gehen, ach, ich mache mir Sorgen, nicht, dass sie eine Hirnerschütterung hat. Oder als ich das erste Mal Tomate gegeben habe zum Ersten zu essen, zum Beispiel, habe ich mir Sorgen gemacht, ob sie mit dieser Säure zurechtkommt. Also man macht sich irgendwie immer Sorgen. Man ist immer vorsichtig, und wie gesagt, man hat ja die Verantwortung. Wenn ich jetzt Tomate gebe und sie verträgt es nicht, dann habe ich die Verantwortung. Dann sind die Sorgen, die ich mir machen muss, meine Schuld irgendwie. Ja, Sorgen machen ist halt auch ganz schrecklich. Also wahrscheinlich aber auch, weil Pieschen einfach viel krank ist. Also irgendwie komme ich heute nicht mit der Kamera zurecht. Ja. Weil Pieschen viel krank ist und irgendwie von vornherein, wir hatten Probleme mit dem Bauchnabel, und da war ich von vornherein irgendwie so auf Sorgen machen aus, so auf, du musst immer gucken, dass alles so läuft, wie das vorgeschrieben ist oder wie das bei anderen war. Und wenn das nicht so läuft, dann mache ich mir Sorgen. Ich weiß nicht, wie geht's euch? Macht ihr euch auch so viele Sorgen, oder bin ich eine Übermama? Wie ist es nicht? Management, auch so ein Ding. 17 Monate Mama, und ich habe vorher schon viel geplant und viel strukturiert meinen Tag und mir überlegt, was ich wann machen muss und zeitlich und so. Aber als Mutti bist du gezwungenermaßen jeden Tag dazu aufgefordert, alles zu managen. Du musst, es geht früh los, du musst managen, dann und dann müssen wir in der Kita sein, bis dahin hat sie angesucht zu sein, dann musst du das Frühstück machen. Du musst die Zeit managen, du musst nebenbei dich noch fertig machen. Wenn man jemanden besuchen will oder einfach nur einkaufen gehen will, musst du managen, das Zeug alles zusammenzupacken, dich bis dahin fertig zu haben, dann das Kind dann und dann angezogen zu haben, dass du dann im Auto sitzt und dann ungefähr dort bist. Also es ist unwahrscheinlich anstrengend. Also dieses immer so zeitlich planen. Man kann nicht so früher, wenn einer angerufen hat, will man Eis essen gehen, sagen, na, wann geht's los? Na, ja, jetzt so demnächst. Da denkst du, ah nee, die hat nichts zu trinken, du musst Tee noch kochen. Du wolltest eigentlich noch die Haare waschen, weil hast du die ganze Zeit nicht geschafft, musst jetzt noch die Haare waschen, weil so kannst du nicht rausgehen. Man, das Kind hat sich vorhin bekleckert, muss ja natürlich noch neu umziehen, ja? Also du musst irgendwie alles, das ist alles irgendwie Zeitmanagement. Was mir jetzt wieder nicht so schwer fällt, weil wie gesagt, ich war früher auch schon so, oh, total penibel und wollte immer am besten einen Tag vorher wissen, wenn es irgendwo hingeht, damit ich perfekt geschminkt bin und das richtig anhab und dann schon eine halbe Stunde vorher auf heißen Kohlen sitze, damit es losgehen kann, ja. Aber da wächst man rein. Es gibt natürlich Muttis, die das alles total easy sehen und dann sagen, ach ja, dann mache ich das ganz entspannt und suche eben alles zusammen und ziehe so eins, doch kein Ding. Und komme eben 5 Minuten später. Ich bin da nicht so, ich mache mir dann immer Druck, weil ich das alles perfekt haben will. Weiß es nicht. Komisch. Dann habe ich mir aufgeschrieben, Freizeit. Na, wisst ihr noch, was das ist? Also ich glaube, so richtig Freizeit, selbst wenn ich Freizeit habe, ist es keine Freizeit, weil ich dann in der Zeit A, immer ans Kind denke, B, dann Sachen mache, zu denen ich nicht gekommen bin. Das ist ja dann irgendwie auch keine freie Zeit für mich, sondern dann mache ich das, wo ich sonst nicht dazu komme. Aber so Freizeit im Sinne von Kino, feiern gehen, mal essen gehen oder was auch immer unter Freizeit. Na doch, ich würde schon sagen, dass YouTube meine Freizeit ist. Also die Zeit, die ich dann über habe oder die ich mir einfach nehme, ist ja meine Freizeit. Das ist dann YouTube sozusagen. Aber so chillen, relaxen oder irgendwie so, na, so Zeit für sich, freie Zeit, wüsste ich jetzt nicht mehr so richtig, was ich damit anfangen soll. Kann ich nicht mal definieren. Rhythmus habe ich mir aufgeschrieben. Was habe ich denn damit gemeint? Ah, dass da einfach alles anders ist, ne? Der ganze Rhythmus durcheinander. Das fängt schon an mit den Schlafen- und Aufstehenszeiten. Die sind schon mal bei uns sowieso. Ich habe ja auch keinen Schlaf-Wach-Rhythmus mehr. Ich bin einfach, wenn sie mich braucht, bin ich wach. Und wenn ich schlafen darf, dann darf ich schlafen. Das ist nicht besonders viel. Denn Essen, also ich finde, eine Struktur für ein Kind ist wahnsinnig wichtig. Und bei uns, da ich ja aber auch so penibel bin,
versuche ich wirklich jeden Tag die Essens- Schlafzeiten einzuhalten und dazwischen eben einen Spielplatz einzuplanen und einkaufen zu gehen oder einen Haushalt. Und so einen Rhythmus, so einen ganz festen Rhythmus, den gab es bei mir früher nicht. Ich hatte meinen Rhythmus, wann ich auf Arbeit zu sein habe, wann ich wieder zu Hause bin und wann ich ins Bett gehe. Das war so der einzigste grobe Rhythmus, den ich so einen Tag über hatte. Und ich habe eben die Essen, wann mir lustig war, und ich habe eben geputzt, wann ich so lustig war. Und jetzt ist das aber so, dass eigentlich das Kind den Rhythmus bestellt. Sollte vielleicht nicht immer so sein. Eigentlich sind wir ja dafür verantwortlich, den Rhythmus zu machen, aber irgendwo muss man sich auch aufs Kind einstellen. Ich kann jetzt nicht partout drauf pochen, 19 Uhr ist Schlafenszeit und komm mal, was wolle, es geht 19 Uhr ins Bett. Wenn das Kind eben krank ist, dann ist sowieso dein Rhythmus hin, dann kannst du gar nichts mehr planen. Oder wenn das Kind eben so voll ist, jemand draußen beim Spielen, dass es eben 18 Uhr schon müde ist, nee, dann ist auch dein Rhythmus durcheinander, dann musst du wieder umplanen. Also so einen Rhythmus finden. Ich glaube, das wirft sich aber auch alle paar Monate um. Bei uns war das jedenfalls teilweise so. Es gab Zeiten, wo wir froh waren, dass er 18 bis 18 Uhr durchgehalten hat. Und dann haben wir es 18 Uhr ins Bett gepackt. Und jetzt ist es eben so, dass es 19 Uhr ist. Auch die Schlafenszeiten, Mittagsschlafzeiten, die haben sich komplett geändert durch die Kita jetzt. Und also so einen Rhythmus, so einen kompletten Rhythmus, wo man sagt, so machst du das jetzt immer. Glaube ich, gibt es nicht. So einen groben Zeitrhythmus hat man, aber so, ich bin so durcheinander. Hm? 12 Minuten, ich quake ab mir an den ganzen. Ist auch ein schwieriges Thema. Ja, aber, na, weiß, es ist Mama sein. Also, ich finde, ohne Scheiß, ich hatte noch nie so Respekt vor Frauen und Müttern, wie wenn du selber Mama bist. Das ist wirklich unglaublich. Und wenn ich Mütter mit zwei, drei Kindern sehe, dann laufe ich immer vorbei und puste und denke, wie macht die das? Dann ist die noch geschwingt und sieht noch, erholt aus und frisch und gesund und wie macht die das? Und ist noch freundlich und gut gelaunt. Also Hochachtung, Mama sein ist der schönste Job irgendwo, ja, also wirklich mit keiner anderen Erfahrung zu vergleichen, aber auch echt der härteste. Also mir, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber ich bin in den 17 Monaten innerlich reift und aber auch körperlich verfallen direkt. Ja, es ist aber auch so, dass man sich hinten anstellt. Es ist so. Viele sagen dann immer, du musst auch ein bisschen Zeit für dich und du musst dich um dich kümmern. Aber das Kind hat Priorität und ich renne lieber rum, wie Asti auf Deutsch sagt, solange es mein Kind gut geht und es zu essen hat und sauber ist und zufrieden. Und das kann jede Mama bestätigen. Ein Kind steht vor allem, wirklich, selbst vor meinem Partner steht mein Kind. Und dann stelle ich mich hinten an und kümmere mich vielleicht auch nicht mehr ganz so um mich, wie man es machen sollte. Das wird ihnen dann immer mal bewusst. Ich habe immer so Tage in der Woche, wo ich mir denke, mein Gott, warum ist denn eigentlich nicht mal zum Friseur oder mal ein Solarium, was ich mir vorgenommen habe. Nimm dir doch mal die 20 Minuten. Aber irgendwie gibt es dann immer was Wichtigeres, was man machen will, muss. Ja, will eigentlich. Müssen tue ich ja nicht, aber ich will, dass das mein Kind einfach an oberster Stelle steht. So, Punkt. Was habe ich mir noch eigentlich aufgeschrieben? Ja, was ich gerade schon angesprochen habe, dass dieses 17 Monate Mama sein oder generell Mama sein auch einen selbst verändert. Das komplette Leben, aber auch mich als Person, mein Körper, ne, wollen wir nicht drüber reden. Alles. Tja, ich habe meine Ansichten komplett geändert, meine Prioritäten komplett geändert. Ich sehe viele Dinge anders, man achtet auf vieles. Rote Ampeln, ja, was waren mir die früher egal? Egal. Oder ja, dann habe ich immer 3 Tage kein Obst gegessen. Und Hauptsache, ich hatte irgendwas zu essen. Ja, und jetzt guckst du, dass immer frisches Obst und Gemüse zu Hause ist, weil du willst deinen Kindern natürlich gesund ernähren. Ja? Was habe ich denn? Ich weiß es nicht. Naja, Ansichten, Prioritäten. Hat sich komplett, mein ganzer Kopf hat sich geändert, habe ich das Gefühl. Nicht nur äußerlich, sondern innerlich. So soll es auch sein irgendwo. Ja? Man soll ja reifen daran. Ich finde es immer so erschreckend, hier bei Frauentausch oder was, wo man dann immer so irgendwelche 20-Jährigen sitzen sieht, die dann sagen, na, ich bin zwar Mama, aber deswegen muss ich doch jetzt nicht zu Hause sitzen und ich kann doch feiern gehen. Jedes Wochenende kann ich doch mal. Na klar können die das alle machen, aber ist es nicht auch Zeit, wenn man Mama ist, dran eben das Nachtleben so ein bisschen abzuschieben und dann doch irgendwie häuslicher zu werden. Ich brauche doch auch die Energie. Ich kann doch nicht bis früh um 5 Uhr feiern gehen und den nächsten Tag Haushalt Kind trocken. Geht doch nicht.
Also ich weiß es nicht. Oder bin ich da anders? Ich mach das nicht mehr. Nee. Das schaffe ich auch nicht mehr, weil ich bin nicht. Ich brauche ja 3 Tage, um mich zu erholen, wenn ich immer feiern bin. Ich war schon immer feiern, ja, also so ist es nicht. Ich bin jetzt ja nicht irgendwie zum Hausmütterchen geworden. Wir gehen ja auch immer raus. Aber das ist dann eben so ein übelstes Highlight, ja. Es ist halt nicht mehr so an der Tagesordnung wie früher, da war es normal. Genau. Und der letzte Satz, den ich hier stehen habe, ist: Wahre Liebe gibt es nicht unter Männern. Wahre Liebe gibt es wirklich nur zwischen Mama und Kind. Und da sitze ich jetzt hier und stehe da vollkommen dahinter. Ich hatte in meinem Leben schon einige Partner, wo ich wirklich geschworen hätte, die liebe ich mehr als alles andere auf der Welt, ja. Jetzt, nach dieser Erfahrung mit meinem Piechen, kann ich sagen, dass die allerkrasseste, stärkste Liebe, die dich auch ein Stück weit wirklich richtig fertig macht, weil du die so krass liebst, das Mädchen. Die einzigste Liebe, wahre Liebe, gibt es zwischen Mutter und Kind. Ist so. Das ist schön. Ich bin froh, dass ich mich dazu entschieden habe, Mama zu sein. Obwohl ich wirklich nicht damit gerechnet hätte, dass es so ist. Und ich wahrscheinlich jeden zweiten Tag immer denke, mein Gott, du könntest jetzt hier sitzen und einfach mal einen Kaffee trinken. Warum hast du dich entschieden, Mama zu sein? Und dann gibt es ungefähr 7 Millionen Mal am Tag Situationen, wo ich denke, yes, und du darfst jetzt hier sein und du siehst das Mädchen lachen und du siehst das Mädchen glücklich sein und das ist deins, das ist mein Verschulden, also mein Verschulden, meine Ernte, das, was ich alles reingesteckt habe, das kriege ich 7-fach zurück. Und das ist Mama sein. So ist das. Ich glaube, irgendwie haben die Kinder so ein Gen oder sprühen irgendwie so ein Flair aus, dass man alles vergisst. Also die Geburt, weiß Gott, die habe ich noch nicht vergessen. Immer noch nicht. Und nein, ich möchte auch immer noch kein zweites. Ich glaube, ich sterbe bei der zweiten Geburt. Aber irgendwas haben die an sich, dass man irgendwie jede Sekunde dankbar ist und glücklich, dass man so hat, die kleinen Husel, Mädchens. Ja, ich würde mich echt freuen, wenn ihr mal drunter schreibt, ob ihr euch in 1, 2, 3 Situationen, die ich jetzt hier geschildert habe, oder Ansichten wiedererkannt habt und dass ich vielleicht das Gefühl habe, ich bin nicht als Einzigste so mit manchen Sachen überfordert oder verbissen drin. Ja, gut, ich hoffe, das Video hat euch ein bisschen geholfen oder ihr freut oder Spaß gemacht oder zum Schmunzeln gebracht. Ihr könnt mir ja einen Daumen oben da lassen, dann weiß ich Bescheid, ne, dass das hier ja nicht so für umsonst war, dass ich mich hingesetzt habe. Und wünsche euch noch einen schönen Tag und viel Spaß beim Mama sein.